Ja? Nee. Ich dachte, wenn du jetzt aufstehst, dann machen wir das. Okay, gut, dann machen wir. Warte, stopp. Wenn du aufstehst, hast du die Schmerzen, richtig? Also erstmal, jetzt kommt mein Muskelkater, ne? Ja, so. Jetzt kommt der Muskelkater, genau. So. Also, ich brauche den Zustand, wo du den Muskelkater fühlst. Am besten so heftig wie möglich fühlst. Beim Aufstehen, wenn ich ein paar Meter gehe. Okay. Also so ein, zwei Schritte mache. Sehr gut, das kriegen wir hin. Ja. Das heißt, du stehst jetzt gleich auf, machst diese zwei Schritte und dann machst du die Augen zu. Und dann gebe ich dir ein paar Bilder rein. Die du siehst, ja? Die du fühlst und die du dir vorstellst. Während ich laufe oder komme ich wieder zurück und setze mich wieder hin oder was mache ich? Du bleibst stehen. Okay. Ja? Mhm. Also du bleibst stehen in diesem Schmerz. Mhm. Okay? Mhm. Sehr schön. Dann darfst du jetzt einmal aufstehen. Jetzt einmal. Ja. Sehr gut, okay. Das tut weh. Ja, ja. Wenn ich jetzt hier runtergehe, merke ich das halt hier. Sehr gut. Dann mach doch jetzt mal die Augen zu. Mhm. Sehr gut. Und jetzt stell dir mal vor, ein Teil von dir geht auf die andere Seite des Raumes, okay? Und guckt auf deinen Muskelkaterschmerz, der jetzt gerade da ist. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Sehr gut. Dann gib diesem Schmerz, den der gerade sieht, eine Form. Welche Form hat dieser Schmerz? Das darfst du mir gerne sagen. Ich sehe so zwei Ovale. Mhm, sehr gut. Und dann gib diesem Schmerz eine Farbe. Blau. Sehr gut. Und dann eine Struktur. Wie fühlt er sich an? Glatt. Sehr gut. Und dann noch ein Geräusch. Wie hört sich dieser Schmerz an? Dumpf und hohl. Sehr, sehr gut. Und dann stell dir vor, wie quasi noch ein Teil von dir, quasi dein Immunsystem, einmal auf die andere Seite geht. Ja? Auch wieder. Und dann auf diesen Schmerz drauf guckt. Kannst du dir das vorstellen? Sehr gut. Und dann lass jetzt dieses Immunsystem diese Form in eine heilende, angenehme Form bringen. Kannst du das? Welche Form? So glatt wie ein Teppich. Mhm. Sehr gut. Und dann noch eine heilende Farbe. Rot-Orange. Sehr gut. Dann noch eine heilende Struktur. So Frotte. Sehr gut. Und dann noch ein heilendes Geräusch. Ein Rauschen. Sehr, sehr gut. Und jetzt lass diese Form, die du hast, immer und immer kleiner werden, bis sie nicht mehr da ist. Stell dir vor, wie sie immer und immer kleiner wird. Und nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Und wenn du sie komplett klein hast, dass sie quasi nicht mehr da ist, dann sagst du mir Bescheid. Jetzt. Sehr, sehr gut. Und wenn du jetzt gerade auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 10 die stärksten Schmerzen sind und 1 gar keine Schmerzen sind, das einordnen möchtest, wo sind sie? Schmerzen, keine. Sehr gut. Und jetzt darfst du dir vorstellen, wie diese zwei Teile, die eben aus dir rausgekommen sind, natürlich wieder zurückkommen zu dir, sodass du wieder eins bist. Und dann darfst du mal deine Augen wieder aufmachen und erzähl mir doch mal, wie du dich fühlst jetzt. Ich muss ja die Bewegungen machen, die mir geschmerzt haben, ne? Mhm. Also jetzt hier zum Beispiel so. Mhm. Das gibt's doch nicht. Also ich spüre jetzt keinen Muskelkater mehr. Hm. Gerade. Ja. Aber kommt das denn wieder? Oder was? Das kann doch nicht sein. Also ich hab doch Muskelkater gehabt. Ich konnte gar nicht mehr laufen heute. Wenn ich das jetzt sehen würde, ja? Also pass auf, wenn ich das Video jetzt sehen würde, würde ich sagen, der Typ, der spinnt ja total, der ist voller Schauspieler. Aber. Tut mir leid, also es ist so.
Ja. Moment. Also, ich habe jetzt keinen Muskelkater. Den spüre ich jetzt gerade nicht. Ja. Wann spüre ich den wieder? Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Menschen, die es dann nicht mehr spüren. Bei ganz starken Schmerzen kann man das aber auch immer wieder einfach machen. Also das, was wir gerade gemacht haben, kannst du, sollte er wieder kommen, auch nochmal selber machen. Wie selber machen? Ich hätte dir das nochmal vorstellen, was wir gerade gemacht haben. Also diesen Teppich, den ich mir da vorgestellt habe, der dann genau. Sozusagen... Genau, ich mache dir eine kleine Sprachaufnahme und die könntest du dann quasi nochmal machen. Und bei jeglichem Muskelkater? Bei allen Schmerzen, die du hast. Kopfschmerzen, keine Ahnung, Bauchschmerzen, was auch immer, eigentlich bei allem. Bei allen Schmerzen. Wenn du jetzt gerade frisch operiert bist, kannst du das auch machen. Also sag mal so, Silke. Vor 400 Jahren wärst du wahrscheinlich verbrannt worden. Dankeschön. Das ist hoffentlich ein Kompliment. Ja, das ist... Also, das gibt's doch gar nicht. Also du kannst tatsächlich nach einem Bauchschnitt, kannst du aufstehen, als hättest du nichts gehabt. Du kannst nach ganz starken OPs, irgendwas, kannst du aufstehen ohne Schmerzen. Jetzt muss man aber dazu sagen, manche Schmerzen sind gut. Also auch da muss man gut überlegen, was ist denn da? Ich hatte meinen Fuß mehr verstaucht gehabt. Und der Schmerz im Ruhezeitpunkt, der war nicht notwendig. Ja, wenn ich meinen Fuß hochgelegt habe, hatte ich Schmerzen, die braucht kein Mensch. Ja. Die habe ich weghypnotisiert. Ja. Die Schmerzen beim Laufen habe ich gelassen. Weil der instabil ist und dir jetzt sagt, das ist zu viel. Genau. Ah. Ja, okay. Also auch da musst du immer ein gesundes Maß machen. Ja? Mich fragte ein Fitnesstrainer. Das gibt's doch gar nicht. Sag mal. Ich frage einen Fitnesstrainer, ja. Ob ich ihm helfen kann, dass er immer, wenn er an einer ganz schweren Hantel vorbeigeht, dass er die heben kann, ohne Schmerzen zu haben. Mhm. Das funktioniert. Doch dann habe ich ihm gesagt, dann machst du das 3, 4, 5 Mal, danach hast du ein Bandscheibenproblem und ich bin schuld. Ja. So, ja, also was geht und was du tun solltest, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Muskelkater ist ja kein Thema, mein Gott, muss ja keine Schmerzen haben, armer Kerl. So. Nee. Aber bei manchen Sachen halt solltest du immer noch mal überlegen, warum habe ich denn jetzt Schmerzen und wie sollte ich mich schützen mit diesen Schmerzen? Wenn ich jetzt aber wieder Sport mache, nehme ich diese Sprachaufnahme von dir und stelle mir das wieder vor. Das dauert dann irgendwie eine Minute oder zwei. Ich weiß nicht, wie lange haben wir hier gestanden? Kann auch eine halbe Stunde gewesen sein. Ich habe gar nicht jetzt irgendwie gekommen. Nein, es waren ein paar Minuten. 2 Minuten oder was, keine Ahnung. So, und dann stelle ich mir das wieder vor und dann ist der Schmerz, und das ist so eine Eigentherapie im Prinzip dann in dem Moment. Genau. Ich war ja sehr skeptisch, bevor ich hierher gekommen bin. Du hast mir nicht geglaubt, dass es geht. Ich habe gar nichts geglaubt. Ich glaube grundsätzlich nichts. Ja? Aber ich habe mich darauf eingelassen, habe gedacht, der Silke ist ja eigentlich eine Nette. Die kann ja, die macht nichts Böses oder sowas. Ja? Wie gesagt, vor 400 Jahren wärst du verbrannt worden. Aber das gibt es ja nicht mehr. Habe ich ein Glück. Und deswegen kann man sich ja mal versuchen, darauf einzulassen. Und ich sagte dir, also das mit den Augen war schon irgendwie so, aha. Das mit dem Arm und das mit dem Festkleben, okay. Aber das mit dem Muskelkater, das ist ja jetzt wirklich die Krönung, weil... Und jetzt stell dir mal vor, nächster Gedanke, jetzt stell dir mal vor, du mit deiner Höhenangst, war Höhenangst, oder? Ja. Gehst auf einmal auf ein Haus und hast keine Höhenangst mehr nach so einer 20 Minuten mit mir. Also ich kann es nur empfehlen, wenn irgendjemand irgendwie wirklich eine Sache hat, die er schon länger mit sich rumträgt. Dann, ich werde jetzt die Webseite hier von der Silke einblenden, ja, und die Silke müsst ihr kontaktieren und dann müsst ihr, bist du teuer? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es bringt ja was. Also, wenn du also was ist es dir wert? Sagen wir mal, du hast 30 Jahre eine Höhenangst. Was ist es dir wert, wenn du die von jetzt auf gleich nicht mehr hast? Naja, wenn ich Dachdecker bin, Ja, dann ist es mir sehr viel wert. Es kommt ja immer drauf an. Also Was ist denn, wenn du immer bei einer Spinne schreiend rausläufst? Und naja, auf einmal, von jetzt auf gleich, ist dir die Spinne total egal. Naja, sagen wir mal so. Höhenangst und wenn ich jetzt Angst hätte vor Spinnen, wäre mir egal, weil das kann ich leicht umgehen. Ich gehe nicht in die Höhe und die Spinnen sind mir auch wurscht, weil ich keine Spinnen treffe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Freundin hätte, die eine Spinnensammlung hätte oder sowas, so ganz viele Spinnen, und da müsste ich mich ja dran gewöhnen irgendwie. Oder irgendwas veranlasst mich ja, diese Angst stetig zu überwinden. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder bin ich damit konfrontiert. Oder eine Freundin von mir
ist Bergsteigerin und ich möchte gerne mit ihr mitkommen oder sowas. Und in diesem Moment muss ich ja versuchen, meine Angst zu überwinden. Also wenn solche Situationen sind, dann ist das ja wie gemacht dafür. Mhm. Oder wenn ich Muskelkater habe, ständig. Ständig, genau. Das heißt, jedes, jetzt ohne Spaß, jedes Mal, wenn ich Muskelkater habe, mache ich das und dann ist das erstmal gut. Mhm. Aber auch ich quäle mich schon seit 3 Tagen. Ja, so. Also vor 3 Tagen hätte ich das machen können. Ja. Und dann wäre eigentlich 3 Tage lang komplett für. Was du bedenken solltest, aber trotzdem jetzt nicht so viel Sport machen. Also wenn du weißt, du hast Muskelkater und du gehst eh einen Schritt zurück wegen dem Muskelkater, weiß ich nicht, wie du da tickst, naja, normaler, dann solltest du nicht übertreiben danach. Also weil der Muskelkater hat ja auch einen Sinn. Ja, ja. Also normalerweise ist es so bei mir, wenn ich Muskelkater habe, dann muss ich mich erstmal warm laufen und sowas und dann muss ich erstmal die ersten 2-3 Minuten überwinden und dann läuft das. Dann ist kein Problem. Okay, also du machst trotzdem mit Muskelkater warm. Ja, ja. Dann vergesst das Warmlaufen nicht. Also es ist total wichtig, ja, ja, auch wenn du jetzt gerade keinen hast, der Muskel ist immer noch, das Thema ist immer noch da. Also nicht direkt in den Sprint. Das ist, nein. Also ja, der Muskelkater ist immer noch da. Ja. Also nur der Schmerz nicht mehr. Nur der Schmerz ist nicht da. So. Der Schmerz ist verändert worden im Gehirn. Verstehst du jetzt die Aussage, dass unser Gehirn sich 7 Sekunden, bevor wir denken, wir hätten uns entschieden, sich schon entschieden hat? Nee, das verstehe ich allerdings nicht. Aber das ist doch genau das Gleiche. Also das heißt, mein Gehirn hat vor 7 Sekunden schon gesagt, du hast gar keine Muskelkater. Nein, aber hat sich dazu entschieden, 7 Sekunden, bevor du denkst, du hättest dich entschieden, dass du... Ja. Okay, doch noch zu hoch. Ich dachte jetzt, mit diesen Erfahrungen von deinem Gehirn wäre das jetzt so... Da geht meine Intelligenz nicht mit, okay, muss ich sagen. Aber ich habe davon, von der Sache habe ich schon öfter gehört, dass 7 Sekunden bevor, dass man sich entscheidet, man denkt, man hätte sich entschieden. Ja. Wenn man denkt, dass man denkt, dann denkt man nur, dass man denkt. Ja. Oder so. Genau, und gedacht hast du eben auch. Und zwar da und bei all den Phänomenen auch. Und das hat funktioniert. Hammer. Jetzt haben wir richtig lang gepabbelt, würde ich sagen. Aber so richtig lang. Aber es hat mir total irgendwie so ein Aha-Erlebnis. Hat mir die Augen geöffnet, wollte ich schon fast sagen. Dabei war es das Gegenteil. Ja. War richtig cool. Kann ich nur weiterempfehlen. Und wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, habe ich ja, ich blende jetzt nochmal die Webseite ein hier. Zack, so, zack, immer. Webseite. Immer. Und dann mit der Silke mal Kontakt aufnehmen. Und dann mit dir darüber reden, was denn einen so gerade beschäftigt. Du kannst im Endeffekt alles im Gehirn selber entscheiden. Du kannst dein Gehirn komplett anders strukturieren, wie auch immer du das willst. Machen. Silke anrufen, ich habe keinen Muskelkater mehr, das ist aber weiß und ich wäre echt ein sauguter Schauspieler, wenn es nicht so wäre. Also ohne Scheiß. Kannst du mal ein bisschen hin und her springen vielleicht? Ja, das ist alles gut. Das ist alles gut. Und ich bin hierher, ich bin vorhin aus dem Auto gestiegen, da habe ich gedacht, wie mein eigener Opa, ehrlich. So. Ich sag hier an der Stelle Cheerio, Miss Sophie, es war richtig, richtig cool. Silke, wir sehen uns. Wir bleiben in touch, sagt man ja. Genau. Cheerio, Miss Sophie.